Hallo, ich habe beim Rossmann bestellt, beim Online-Shop, weil der nächste Rossmann von uns ein bisschen weiter entfernt ist. Der ist in Pirmasens und da komme ich nicht so schnell hin. Gerade auch im Moment mit dem Kleinen möchte ich eigentlich nicht so viel rumfahren, gerade am Anfang. Und da ich ein paar Sachen gebraucht habe, habe ich eben online bestellt. Was mich ein bisschen gestört hat, war jetzt, wir sind ja beim Babyclub angemeldet, da gibt es normalerweise 5% auf Online-Bestellungen und das hat alles nicht funktioniert. Ich habe über eine Stunde rumprobiert und ich muss ganz ehrlich sagen, meine Zeit ist mir eigentlich im Moment so schade, weil ich halt auch immer so eine Stunde, manchmal auch 1,5 Stunden mit Stillen, Wickeln und Saubermachen beschäftigt bin, dann immer pro Stillphase und mir nicht viel Freizeit dazwischen bleibt, um dann eine Stunde rumzumachen, ohne dann Erfolg zu haben, das ist dann schon ein bisschen nervig. Dennoch habe ich beim Rossmann bestellt und wollte euch das zeigen. Das hier habe ich bestellt. Also man sieht, die Kiste ist nur halb gefüllt. Da war so viel Verpackungsmaterial oben drauf, so Plastikdinger mit Luft drinne. Fand ich ein bisschen übertrieben. Zusätzlich war es so, ich hatte von Algemarina noch Trockenshampoos bestellt. Die gab es wohl nicht mehr, die waren aus dem Lager ausverkauft und deswegen ja, habe ich das Geld zurücküberwiesen bekommen, was schade war, weil die eben im Angebot waren und ja, das ist ärgerlich, ich brauche nämlich welche. Ich habe zum Glück noch ein anderes mitbestellt, was das dann ganz das überbrückt, aber ja, ärgerlich ist, bleibt es trotzdem. Als erstes habe ich mir hier den Tofu geräuchert bestellt. Der kostet 2 Euro für zweimal 125 Gramm. Finden wir immer eine Bank. Marvin und ich benutzen das wirklich sehr, sehr gerne. Kann ich nur immer wieder empfehlen, sich den mitzunehmen. Schmeckt gut und ja, geht immer. Dann haben wir hier unseren Lieblingskaffee, beziehungsweise mein Lieblingskaffee. Das ist der Kaffee Crema. Und ja, den hole ich immer wieder nach neben dem Alnatura Kaffee, aber ich mag den vom Geschmack her lieber. Ich glaube, der kostet auch 1,95, 18 Pets. Dann habe ich das hier bestellt. Vegane Früchte finde ich richtig, richtig cool, dass sie jetzt sowas haben. Und in den meisten ist nämlich Gelatine immer drin gewesen. Hier ist einfach Pektin als Geliermittel drin, reicht ja vollkommen. Und ich bin einfach gespannt, wie die schmecken. Freue mich sehr darüber und ja, mal schauen. Dann habe ich mir einen Rasierer nachbestellt. Den hatte ich mal in der Box gehabt und finde den nach wie vor super toll, da ich ohne Brille unter der Dusche eh so ein bisschen Schwierigkeiten habe, meine Beine zu rasieren. Finde ich den immer super praktisch. Meiner sieht jetzt nach 2 Jahren so versifft aus, dass ich den gerne, also den Stiel und so weiter, wegschmeißen möchte. Ich habe es schon versucht zu reinigen, lässt sich nicht reinigen. Ansonsten behalte ich eigentlich immer meine Rasierer ziemlich lange, aber ja, der sah halt versifft aus. Der ist ein bisschen anders als der alte. Hat jetzt, ich glaube, 5 Euro irgendwas gekostet, war im Angebot. Und da ist eine Klinge gratis mit dabei. Also das heißt zwei Klingen, ein Rasierkopf, also was heißt Rasierkopf, einen so ein Stiel. Und ja, wie gesagt, ich mag den sehr gerne, weil es super schnell geht und mit den Gillette Venus-Dingern da. Ja, da schneide ich mich öfters mal und mit dem komme ich ein bisschen besser zurecht. Deswegen habe ich den nachbestellt und weil er im Angebot gerade war. Dann habe ich mir so Clear-Up-Stripes geholt, einmal von Rival de Loop und dann einmal von Isana Young. Ich mochte immer die von Nivea sehr gerne, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich glaube, die sind nicht tierversuchsfrei, ich weiß es nicht genau. Jedenfalls habe ich mir die beiden hier bestellt. Und ja, seitdem ich stille, habe ich so ein bisschen mehr auf der Nase vor allen Dingen, was ich vorher gar nicht so vorne auf der Nasenspitze hatte, so ja, kleine Mitesser. Und deswegen habe ich mir die jetzt bestellt, weil ich keine mehr hatte. Ich glaube, so 1 Euro pro Packung. Dann eben das Schauma Cotton Fresh mag ich sehr gerne. Ich mag den Geruch nur nicht, aber es ist wirklich von der Leistung her richtig gut. Preis ist normalerweise recht hoch. Das war jetzt im Angebot für so, ich glaube, 2 Euro. Und dafür ist es okay. Deswegen habe ich das noch mitgenommen, weil meins auch fast leer ist. Und dann war es so, wenn man von den Baby Dream Artikeln was aussucht, dann hat man was geschenkt bekommen. Und zwar Halstücher, konnte man sich dann aussuchen. 3 Sets gab es. Ich habe einfach diese Pflegetücher hier bestellt. Die haben 99 Cent gekostet. Und die, ja, die kann man immer gebrauchen. Also von daher habe ich mir gedacht, die sieht auch ganz süß aus. Ich benutze das halt immer für Naseputzen. Also. Man kann es auch eigentlich fürs Kind benutzen, wie man möchte, aber 99 Cent war das und habe ich gesagt, nehme ich das mit. Und dafür hat man eben so Halstücher bekommen, das sind 2 Stück.
Und so schauen die dann aus. Wir haben uns jetzt für diese grau-grüne Variante entschieden. Das ist einmal mit Streifen und einmal eben hier mit so einem Logo, keine Ahnung, was drauf. Es gab die noch in blau oder in rosa, aber wir haben gesagt, wir wollen das hier haben, weil ja, passt besser zu den Klamotten, die der Kleine hat. Zwei Stück und ja, finde ich nicht schlecht. Gab es umsonst dazu. Und der eigentliche Grund, weswegen ich bestellt habe, waren Still-BHs. Ich hatte bereits ein Still-BH schon mal im Angebot gekauft gehabt von diesen Baby-Dream-BHs. Auch in schwarz, in 80C, der auch eigentlich ganz gut passt. Das Problem ist, ich habe eine Verlängerung gebraucht, weil er unter der Brust zu eng saß, obwohl ich immer 75B hatte. Aber er sitzt immer noch ein bisschen zu eng, deswegen habe ich jetzt zweimal 85C bestellt. Das sollte passen, weil der immer total voller Milch läuft und ja auch total die Milchflecken hat und ich muss ihn immer zwischendurch per Hand waschen und so. Und man braucht einfach mehr als einen, aber man muss dann gucken erstmal, wie prall werden die Brüste tatsächlich, wenn dann die Milchproduktion richtig funktioniert. Und es ist nicht größer geworden, also mehr als C brauche ich nicht. Und ja, deswegen habe ich mir die beiden bestellt. Die waren runtergesetzt, glaube ich, auf knapp 6 Euro. Vorher haben die irgendwie 8 gekostet und das war natürlich, hat super gepasst. Deswegen habe ich die auch noch mitgenommen. Und das war auch schon mein Rossmann-Haul. Diesmal nicht im Laden alles geholt, sondern eben online, weil es nicht anders ging. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, habt ihr auch schon mal über den Online-Shop bestellt und habt ihr dann auch, wenn ihr bei Baby Dream, also bei dem Baby Club da angemeldet seid, hattet ihr das gleiche Problem mit den 5%, dass das irgendwie nicht ging. Ich werde die wahrscheinlich nochmal anschreiben und nachfragen, ob man da nochmal die 5% abziehen kann, weil das ist ja schon irgendwie blöd, weil man ja auch Versandkosten hat von irgendwie 4,95 und da sollte das schon abgezogen werden, finde ich zumindest. Ansonsten innerhalb von 2 Tagen war das Päckchen da, finde ich sehr, sehr gut. Und ja, da sehen wir uns gerne in einem anderen Video von mir wieder. Bis die Tage. Ciao.